Dann muss ich aber wieder die Quelle wechseln. So. Mal gucken, wie lange heute braucht. Weil der Ubisoft Launcher bei mir immer irgendwie gefühlt eine Ewigkeit braucht zum Laden. Genial, eben war meine Küche plötzlich dunkel, hatte die Spülmaschine an. Nicht dran gedacht, Fritteuse angeschaltet, hier rein und Batsch ist die Sicherung geflogen. Okay. Ich bin auch doof. Mir fällt gerade auch so mal nebenbei ein. Ich glaube, ich habe das Spiel einfach, ich habe einfach auf Installieren geklickt. Ich glaube, das ist auf der HDD gelandet. Das ist nicht gut. Das gibt tolle Ladezeiten. Mensch. Na dann. Ich habe es übrigens vorhin nur einmal gestartet, bin auf Toilette gegangen, bin wiedergekommen, da war das Spiel an. Aber naja. Ah, jetzt war mein Controller aus. Ja, das ist bei Game auch Standard und lässt sich nicht ändern. Beim Game Pass hat das auch schon versehentlich. Na, bei Ubisoft, wenn ich jetzt installiere, dann hätte ich ja noch das Laufwerk wechseln können. Da hätte ich es ja auf die SSD machen können. Okay, 111, gegnerischer Schaden, Gesundheit. Also Krieger ist der normale Stand, ne? Atra-Schwundrate. Was ist Atra? Um Gottes Willen. Naja. Diese Demo bietet eine bestimmte Auswahl an Bereichen, Zeitkräften, Atra-Kräfte. Leicht, mittelschwer, sehr schwer. Ja, ist schon klar. Aber Atra-Kräfte und Amulette. Die mit ihren Sonderbezeichnungen, ja. Amuletten, damit du die wichtigsten Gameplay-Funktionen ohne Spoiler erleben kannst. Für diese Demo wurden bestimmte Pfade für ein geradlinigeres Spielerlebnis gesperrt. In der Vollversion kannst du die verbundene Welt von Berg Kaff entdecken, erkunden. Okay. Oh toll, parieren, das ist was ich voll gut kann. In jedem Spiel, parieren ist genau mein Ding. Die alte Zitadelle. Anahita brachte Prinz Hassan hinter diese Tore. Ich verstehe nicht, warum Anahita so etwas tun würde. Sargon, du kennst sie am besten. Was sagst du dazu? Es ergibt keinen Sinn. Sie ist immer loyal gewesen. Sie will die Macht für sich selbst ergreifen. Was soll das heißen? Simurgh mag verschwunden sein, aber der mächtige Gott lebte einst auf dem Berg Kaf und tut es vielleicht noch immer. Es war immer Simurgh, der künftige Könige und Königinnen ernennt. Anahita möchte wahrscheinlich den Segen Simurghs erhalten. Aber warum Prinz Hassan entführen? Sie braucht ihn. Die Tore des Simurgh-Tempels öffnen sich nur für die königliche Familie. Sie hat den Verstand verloren. So wird sie niemals Simurghs Segen erhalten. Wir wissen das nicht sicher. Schließlich könnte Simurgh geschwächt sein. Jedenfalls ist Prinz Hassan in Gefahr. Sie wird ihn töten, sobald sie ihn nicht mehr braucht. Unsterbliche folgt mir. Helfen wir Adashir und finden Prinz Hassan. Okay. Warte hier auf mich, Hadar. Keine Sorge, es wird nicht lange dauern. Ich kann schon mal springen. Mir wurde gerade gesagt, versuch's nicht. Na dann, willkommen zum Versuch's nicht.
Warum ruckelst du? Ich habe kein... Jetzt habe ich die typischen... Aha. Aha. Okay. Ja, das ist halt alles auf der HDD drauf, deswegen ruckelt's. Ich glaube, das Spiel ist eher SSD optimiert. Okay. Das ist... Okay. Ja, und dann gucken wir uns mal die Demo von Prince of Persia. Was war's? The Lost Crown? An? Hieß das so? Ja, ne? Ich hab den Titel schon vergessen. Cool. Ist auf jeden Fall der neue Prince of Persia. Der heiligste aller Berge. Warst du schon mal hier? Nein, aber ich habe davon gelesen. Hier befand sich einst der Palast von König Darius. Religion, Medizin, Astrologie, Geometrie, Algebra. Alles Wissen wurde hier gesammelt, für jedermann zugänglich. Kaf beherbergt eine große Zitadelle des Wissens. Den Stolz von ganz Persien. Und? Was ist passiert? Wer weiß, niemand hat überlebt. Und wie es aussieht, steckt Prinz Khasan jetzt mittendrin. Wir müssen auf alles gefasst sein. Okay, ich bin auf alles gefasst. Wusste es doch. Irgendwie muss es doch so eine Möglichkeit geben. Aber es geht nur nach links und rechts. Kann ich mich irgendwie nach oben? Das ist zu weit oben. Da komme ich nicht hin. Vielleicht lerne ich noch, wie ich da hinkomme. Und ich hab's gerade einfach... Also, ich kann's wahrscheinlich schon, aber... Ach so, halte A gedrückt, um höher zu springen. Was ist das für Zauberei? Sehe ich aus wie eine Seherin? Im Sturz eingefroren. Als wäre die Zeit stehen geblieben. Gibt's hier wieder den Sand der Zeit, oder wie ist das? Ja. Ist jetzt bis hierhin noch nicht so spektakulär gewesen. Kommt noch, ich weiß. Wachsam bleiben. Prinz Khasan kann nicht weit sein. Irgendwas stimmt hier nicht. Wir müssen vorsichtig sein. Klar, Menolias. Du kannst dich ja wie Ungeziefer im Schatten verstecken. Ich meine es ernst, Oroth. Hier ist eine seltsame Präsenz. Ich spüre es auch. Nur ein Weg, es rauszufinden. Dann mal los. Waram, das ist Azad. Er gehört zu Ardashir. Stark verwest. Er ist schon lange tot. Wie kann das sein? Sie sind kurz vor uns aufgebrochen.
Wir sind nicht willkommen. Bleib wachsam. Wir finden den Prinzen und Anahita. Los, nach Osten. Ich gehe nicht mit. Du hältst mich nur auf. Such alleine. Ich wollte nicht in den Dialog reinsprechen. Okay, das geht aber. Gut. Ans Timing fürs Parieren muss ich mich gewöhnen. Wow. Das ging schnell. Okay. Muss erstmal mit der Steuerung. Nach Celeste ist das doch ganz hart was anderes. Celeste war von der Steuerung halt sehr präzise. Alter Finne, du. Okidoki. Wow. Held. Jetzt habe ich auf den Chat geguckt. Toll. Ich habe Held gewählt. Aber ich glaube, da muss ich mich voll konzentrieren. Das ist... Jo, ich habe schwer ausgewählt. Okay, die zu vermopsen, lädt auch die Lebensenergie wieder ein bisschen auf, ne? Okay. Nice. Da kommt man nicht rein. Das haben die einem bestimmt zugebaut für die Demo. Ich glaube, mit dem Rutschen bin ich besser als mit Parieren. Der Ausweichmove ist doch geiler als parieren. Okay. Also das erfordert ja wirklich Timing, aber das hier geht extrem gut. Was ist das?
wir was machen? Hallo? Glitzersteinchen und ich kann nichts machen? Mächtiger Simurg. Mhm. Als Vogel des Wissens besitzt Simurg den Schlüssel zu aller Wahrheit. Er ist der Wächter der Zeit, des Schicksals, der alles im Gleichgewicht hält. Seinen Federn wohnt unendliche Macht inne. Sein schützender Flug bringt Persiens Frieden und Wohlstand. Bleib doch mal normal, ey. Wer das Glück hat, von seinem Schatten berührt zu werden, ist auf ewig vor dem Bösen geschützt. Wer ihm schaden will, wird vom Unglück verfolgt. Lass die Poeten von seinen Taten singen. Lass die Philosophen über seine Lehren meditieren. Lass die Krieger seine Weisheit erlangen. Okay. Nee, gar kein Bock, Digga. Hab mich töten lassen. Toll. War nicht geplant. Muss echt ein bisschen mehr aufpassen, ne? Das ist echt hart. Natürlich rutsche ich genau dazwischen. Toll. Okay, ich bin sehr ungeschickt anscheinend. Aber ich bin auch sehr unkonzentriert. Okay. Und ich komme mit dem Timing nicht so gar nicht klar. Ich versuche gerade das Timing vom Parieren irgendwie auf die Kette zu kriegen. Das war schon zu spät. Oh, das war schön. Das war ja schön. Also, Effekthascherei kann das Spiel. Ach, die kann ich zerschlagen. Entschuldigung, ich muss zurück. So ist das. Ah, okay. Na dann. Willst du, ich weiß, ich kann irgendwie mit dem Bogen schießen. Ich hatte ihn eben schon mal in... Na?
Nee, die Steuerung an den Stangen ist eigentlich altbekannt von Prince of Persia. Das ist ja auch so die Geschichte von Prince of Persia und Tomb Raider. Das ist total lustig. Ach so, weil das hier so Stufen hat, ne? Stimmt, das hat so Stufen. Präzision ist da jetzt nicht so geil, ne? Okay. Also klar, ich kann ja... Nee, ich drück nach rechts und wenn ich jetzt ganz leicht nach oben gehe... Ja, ja, genau, ich kann in alle 8 Richtungen. Frech. Ich weiß, ich habe nur eine begrenzte Anzahl an Pfeilen. Wow. Wow. Nee, gar kein Bock, Digga. Muss los. Schaden gibt es anscheinend nicht, ne? Lol. Das Spiel ist nicht darauf ausgelegt, alle Gegner platt zu machen, glaube ich. Also man kann das schon. Achso, ich habe 15 von 15 Pfeilen, deswegen... Kann ich die nicht mitnehmen? Burg ist Gerechtigkeit und das Maß aller Dinge. Von den Ebenen von Fars bis zum Niltal mildert der schützende Schatten seines majestätischen Flugs die verschwenderische Wärme Mithras. Die Ähren von Weizen, Gerste, Walch und Einkorn reifen ohne je zu vertrocknen. Die Ernten sind üppig und ernähren das Volk. Solange seine Schwingen den Himmel Persiens beehren, werden Zufriedenheit und Wohlstand herrschen. Na dann. Dann wollen wir mal interagieren. Amulette. Antragkräfte, okay. Pyramid ein Kombo. 5. Angriff aus. Wenn der 4. Angriff den Gegner trifft, weichen. Auf der Stelle aus. Hinter den Gegner. 5. Pfeile in einem weiten Bogen. Verursache durch Drücken von Y Flächenschaden. Dup, dup, dup. Erhöhe den Schaden von allen Nahkampfangriffen. Ah! Gesundheit wiederherstellen.
Ah, okay, okay. Hab's verstanden, hab's verstanden. Ich kann die jetzt so verteilen und tun und... Weichangriffen mit aus. Bewegst dich hinter den Gegner. Okay. Da ich ja die RT immer benutze. Combo. Flächenschaden. Combo. Ah, in der Luft. In der Luft. Alles klar, Mana. Danke für deinen Lurk-Support und guten Appetit. Lass dir schmecken. Atra-Kräfte? Kreuzhieb? Rückdrängt, kann auch abgebrochen werden. Kann am Boden und in der Luft eingesetzt werden. Erzeugt eine Explosion? Okay. Okay. Was machst du hier? Dieser Ort ist zu gefährlich für ein Kind. Das habe ich noch nicht so ganz verstanden mit dem Atra. Keine Sorge, ich kenne die Zitadelle besser als sonst jemand. Ich kenne jeden Winkel. Ich gehe an Orte, die andere nicht finden. Ich habe mit jedem Wesen gesprochen und gestritten. Und ich kenne jeden Baum hier. Wie diesen? Sind die alle so? Diese Bäume sind besonders. Sie heißen Wakwak. Sie haben das reinste Atra. Stell dich unter ihre Blätter, dann geben sie dir neue... Es gibt viele Wakwak-Bäume auf dem Berg Kaf. Tut mir leid. Du sagst, du kennst dich hier aus. Wir suchen Soldaten wie uns. Unser Prinz ist hier mit einer Generalin. Hast du so jemanden gesehen? Ein Prinz? Hier gab es lange keinen Prinzen mehr. Ich habe nur dich gesehen. Aber wenn du deinen Freund auf dem Berg Kaf verloren hast, dann brauchst du ein Auge des Wanderers. Was ist das? Es ist etwas sehr Seltenes und sehr Altes. Hier, für dich. Dieses magische Glasauge verleiht deinem Träger die Fähigkeit, den gesamten Berg Kaf zu überblicken. Nur zu, probier es aus. Ja, genau, du kannst alles überblicken, was du freigespielt hast. Dann zeige ich dir doch gleich einen Trick, um sich Orte auf dem Berg Kaf zu merken. Erhöht die Anzahl an Erinnerungsfragmenten. Nimmt regelmäßig Bilder von der Umgebung auf, um sie zur Karte hinzuzufügen und später auf sie zurückzugreifen. Auf Berg Kaf gibt es viele unzugängliche Wege und Schätze, die du zuerst mit neuen Fähigkeiten erreichen kannst. Es ist wichtig, dass du dir diese Orte einprägst. Nutze Erinnerungsfragmente, um ein Bild deiner Umgebung aufzunehmen, das automatisch auf deiner Karte gespeichert wird. Nimm regelmäßig Bilder von deiner Umgebung auf, um sie dir zur Karte hinzuzufügen und später auf sie zurückzugreifen. Okay. Drücke nach unten D-Pad. Gut. Hab ich. Danke, junge Dame. Ich kenne deinen Namen gar nicht. Ich heiße Fariba. Ich bin Sargon, Krieger der Unsterblichen. Oh, das klingt sehr beeindruckend. Also dann, Sargon, wir treffen uns sicher auf dem Berg Kaf wieder. Ich teile meine Entdeckungen mit dir, wenn ich kann. Dafür brauche ich aber Zeitkristalle. Ah, Zeitkristalle statt Rand der Zeit. Alles klar. Zeitkristalle? Willkommen auf dem Berg Kaf. Nee.
Schokidoki. Idiot. Au. Diese Bogenschützen, die machen mich dann doch noch fertig, wa? Frech. Okay, ich darf kurzweilig auf diese Dinger drauf drücken. Alles klar. Was bist du denn? Die arme Miezekatze. Du musst schon echt lange da unten sein, Miez. Wie ist denn das hier oben? War hier noch was? Noch mehr Miez. Schokidoki. So. Hat halt schon, ist halt schon sehr an das klassische Prince of Persia angelehnt, ne? Genau, das war da mit der Erinnerung. Okay. Also doch eher da längs. Dann muss ich hier wieder hoch, ne? Hopp. Oh, was bist du denn? Ich kenne da ja keine Grenzen, ne? Hau da einfach rein. Aha. Panik! Okay. Das ist wohl ein gesperrter Weg, da darf ich nicht hin. Weil ist ja die Demo.
Jetzt habe ich aber keine Pfeile mehr, ne? Ah, das ist ja schwierig. Au. Frech. Das war dann wohl ein Skin. So geht das nicht. Junge, das ist doch Mobbing. Ich drück auch immer die falsche Taste. Idiot. Stirb doch endlich. Darf ich auch nicht rein? Okay. Okay, komme ich nicht dran. Kann ich das? Nee. Okay. Mir wurde übrigens nicht gesagt, dass ich mit der Pfeiltaste nach oben den Trank benutzen kann, um mich zu heilen, was aber natürlich möglich ist. Weil es wird ja auf der es wird ja links als Symbol angezeigt. Aufzug? Ja, oder Aufzug? Unterstadt. Okay, da geht. Will unbedingt mit dem Aufzug fahren. Aufzüge in Spielen. Immer gut. Immer eine gute Idee. Aufzüge in Spiele ist. Oberstadt. Kann ich noch weiter nach oben? Nee, ich kann nur Unterstadt und Oberstadt. Ich habe beim Essen nur 2 Meter Entfernung vom PC und die Prinzessin und zugesehen. Ergo war ich nicht im Lurk, nur ausnahmsweise lieb und brav. Hat der Holger Essen, dann ist er lieb. So ist es. So. Komm ich da hoch? Nein. Weiß nicht, ich wollte das haben. Was bist denn du für ein Kollege, ey? Meinst du, kannst mich hier mit deinen super Moves irgendwie mobben oder was? Au! Ah, das hat mich schon hart getroffen. Ist das der alternative Weg oder muss ich dahin?
Hä? Habe ich jetzt... Okay. Ich habe jetzt die Tür auf der Seite aufgemacht, indem ich auf der anderen Seite den Weg gelaufen bin. Handy gefunden. Blauer Damaszenbarren. Damaszenerbarren. Ach, ja klar. Seltenes Metall mit blauer Färbung wird als Verbesserungsmaterial verwendet. Eine uralte Technik, die in einigen Schmieden noch immer angewendet wird. Natürlich, natürlich, natürlich. Wie hätte ich... ach ja, Mann. Nee. Da könnte es nach oben gehen, aber die Demo möchte mich nicht nach oben lassen. Gegen dich kämpfen hat Spaß gemacht. Mach ich nochmal. Au! Krasser Gegner. Okay, ich muss jetzt einfach... Okay. Kann ja jetzt eigentlich tatsächlich nichts mehr machen. Außer mit dem Aufzug nach unten fahren. Und dann geht's nach rechts weiter, ne? Die Zuflucht. Gahevas Schmiede. Aha. Irgendwie hat sich am Gameplay nichts oder kaum was geändert zu den ersten Teilen. Zu den ersten Teilen... Ein Sterblicher. Er sucht etwas, das sich außer Reichweite befindet. Außer Kontrolle. Ich frage mich, wem du dienst. Du hast von mir gehört. Ich werfe einen Blick auf die Welt der Menschen, wenn ich es will. Ich bin Sargon. Ich diene Persien als einer der Unsterblichen. Unsterbliche, sagst du? Interessant. So, Unsterblicher. Du stehst vor einer wahren Unsterblichen. Kaheva, Göttin und Schmieden der Götter. Ich habe ihre größten Waffen geschmiedet. Hast du auch für Sterbliche geschmiedet? Ich diente Sterblichen von Zeit zu Zeit. König, da wenige andere Sterbliche Entschuldigung. Sind würdig. Das passiert mir ab und zu. Das ist meine Motorik. Ich wusste nicht, dass auf dem Berg Kaf Götter und Göttinnen unter Menschen waren. So war es. Der Fluch veränderte alles. Einige Götter sind in andere Fäden des Schicksals verschwunden. Aber ich verbleibe. Ich gehöre zu den Glücklichen. Oder meine Schmiede hat mich vor den Launen der Zeit beschützt. So oder so. Nichts fühlt sich mehr wie früher an. Würdest du wieder für einen Sterblichen schmieden? Für ein paar Zeitkristalle könnten wir uns einig werden. Wisse, dass selbst im verzerrten Griff der Zeit ein sterbliches Leben unbedeutend ist. Also, weil du gemeint hast, irgendwie hat sich am Gameplay nichts oder kaum was geändert zu den ersten Teilen. Grafisch aufwendiger, klar, aber nicht vom Gameplay. Das ist richtig. Von meiner Grafik hat sich's verändert und vom Gameplay auch.
Weil im Gameplay war es so, im Original, dass du laufen musstest und du musstest quasi einen Block laufen, um dann zu springen, wenn du mit Anlauf springen wolltest. So wie das dann in den ersten Tomb Raider-Teilen war. Das wurde sich nämlich von Prince of Persia für Tomb Raider abgeguckt. Und als dann die Sense of Time-Spiele kamen, hat man sich eben die Umsetzung der Steuerung von Tomb Raider abgeguckt. Und so hat sich Tomb Raider von Prince of Persia inspirieren lassen und Prince of Persia wieder von Tomb Raider. So kann man es sehen. Ja. Die haben sich gegenseitig quasi... und jetzt kannst du ja wirklich... Die Steuerung hier ist wirklich relativ direkt, also... Das funktioniert so wohl nicht. Da komme ich nicht hin. Kann ich nichts machen. Kann ich woanders hin? Das ist ja nur der Aufzug. Willkommen. Möchtest du etwas schmieden lassen? Okay, ich kann jetzt was schmieden lassen. Ja. So. Ja, jetzt brauche ich wieder so ein anderes Schmiededingen. Den Schaden durch Pfeile. Okay. Weil es dafür noch reicht, nehme ich das auch noch mit. So. Und nun? Ach ja, genau. Ach ja, ich bin da ja eben dann... Ach so. Das sieht sehr zu aus. Da oben liegt noch so ein Teil für die Schmiede. Und mehr ist in dem Raum hier nicht, ne? Ah. Gut. Was führt dich her, Reisender? Ups, ich bin einfach draufgeblumst. Das war jetzt automatisch ausgelöst, der Dialog. Also, die ersten Dialoge sind immer automatisch ausgelöst, was mich ein bisschen nervt. Meine Kameraden und ich verfolgen eine Verräterin. Dann sind du und die anderen ebenfalls gefangen. Der Bergkarf hatte schon viele Besucher. Sieh dich vor, Krieger. Tod und Verderben lauern in der Zitadelle. Der Tod ist mir nicht fremd. Selbst die entschlossensten Krieger mussten sich wappnen. Seine besonderen Eigenschaften werden dir helfen. Bedenke aber, dass sie kostbar sind. Und du kannst sie nur an einem Wak-Wak-Baum wechseln. An einem Wak-Wak-Baum? Das wird sehr hilfreich sein. Erhöhe deine maximale Gesundheit ein wenig. Die zusätzliche Gesundheit kann nur bei Wak-Wak-Bäumen regeneriert werden. Rüste deine Amulette bei einem Wak-Wak-Baum aus. Wak-Wak. Wakka-Wakka, ey, ey. Ach, was ein Zufall, dass da gerade ein Wak-Wak-Baum ist. Das ist ja schön. Moment, ich muss hier gerade mal Automod, du Nudel. Automod hat gerade wirklich, weil du die Kombination du und Nudel, weil du mich als Nudel bezeichnet hast, dann hat er gerade geblockt. Lol.
Oh mein Gott, der schlägt nach hinten. Ich habe behaarte Haare. Oh mein Gott. Ich habe behaarte Haare, die kommen von unten. Okay. Wie die Kristalle. Guck dann erstmal nach links. Muss noch irgendwie einen Angriff oder irgendwas kriegen, um nach oben zu dashen. Also ich kann ja nur nach links oder nach rechts. Nach oben geht das ja nicht. Klopf, klopf. Okay. Kuckuck, du Opfer. Entschuldigung. Terminus muss ich aus meinem Sprachgebrauch löschen. Immer diese scheiß Memes. Der Automod hatte ich auf dem Kika. Ja, ich habe extra eingegeben, Holger unnötig permitten, damit der, okay. Links, rechts, nach unten. Okay, ich kann hier, also nach unten kann ich nichts machen irgendwie. Nach rechts geht auch nicht. Dann kann ich nur nach links, ne? Autsch. Okay, fallen lassen war nicht die Option. Ein Reich aus zerbrochenen Erinnerungen. Nee, das war jetzt gerade eine zerbrochene Reisschüssel oder irgendwie sowas. Toll, jetzt komme ich nicht mehr zurück. Hyrkanischer Wald. Oh, der hat ganz dicken Pilzbefall. Uiuiuiui. Was bist du denn? Ach so. Und das ist eine Fähigkeit, die hättest du mir nicht eher erklären können. Alles klar. Gedrückt halten für so einen super Angriff. Konnte er mir nicht eher sagen. Ja dann. Okay, da geht's nach unten. Und da geht's...
Wahrscheinlich ist das hier irgendwas special. Okay. Das war ganz speziell einfach nichts. Da stehen Fässer im Hintergrund und die schlägt man kaputt. Auch interessant. Da habe ich von irgend so einem Smog die Höhle gefunden. Ach da, guck mal, das ist so ein Viech. Ach, jetzt versteckst du dich auch noch im hohen Gras. Bist denn du drauf, Junge? Ist nix. Ja, wo geht's weiter? Also ich will wissen, wo es weiter... Ich will wissen, wo es weitergeht, damit ich da nicht lang gehe, damit ich mir den anderen Scheiß angucke. Aber ich glaube, ich habe... Willkommen zurück, Mana! Du bist jedenfalls da, wo ich nicht war. Okay. Ich kann jetzt was aufheben. Ein Schlüsselgegenstand. Insignie von Persepolis. Khosro. Khosro war immer sehr angetan von Bijan und beauftragte Montezar sogar ein Gedicht über ihn zu schreiben. Khosro war der Erste, der sich der zur Rekrutierung meldete, als er sah, dass sich Bijan Adashirs Männern angeschlossen hatte. Meine Fresse! Gut. Und jetzt bin ich zu doof, um mir wieder hochzuhopsen, ja? So, jetzt. Alles klar. Hab mal die Automod-Regelsätze angepasst. Ja, ist okay. War das die ja auf voll? Ja, ich hatte die auf voll, stimmt. Da kommt dann nichts mehr durch. Naja.
Ja gut, da war... Na toll. Interagieren? Dachte, ich komme da irgendwie nach oben. Aber... Wahrscheinlich komme ich andersrum nach oben. Jahandar. Hab eben die ganze Zeit seit Streamende das Auto-Battle-Dings gespielt. Okay. Das hat so Suchtpotenzial. Hoch oben haust Jahandar. Bis in alle Ewigkeit. Jahandar besitzt den Körper eines Löwen, das Gesicht eines Menschen sowie den Schwanz eines Skorpions und hat schon immer Menschen verschlungen. Wer in den hyrkanischen Wald reiste und seinen Pfad kreuzte, verschwand für immer. Um seinen Hunger zu stillen, schritt Jahandar einmal durch das Tor der Zitadelle und verbreitete 3 Tage lang Schrecken. 500 Krieger wurden beauftragt, ihm entgegenzutreten. Nicht ein einziger überlebte. Darius war noch ein junger König, bewaffnet mit dem Königsschwert des Gahewar, für ihn geschmiedet hatte, forderte er Jahandar heraus. 100 Mal wich er seinen Giftstachel aus, 100 Mal konterte er seinen Angriffen. Darius beschwor Atar, die heilige Flamme. Jahandar hatte nie solch einen Widerstand von einem Sterblichen erlebt. Er war besiegt. Darius verschonte sein Leben, sperrte ihn jedoch in der oberen Zitadelle ein. So begann die Legende von Darius, König aller Könige, dessen Weisheit und Mut Persien in der ganzen Welt erstrahlen ließ. Okay. Na dann. Interagieren. Dein Leben